nur mal ein paar schockierende Aussagen zu machen. Gegenwärtig schon wieder eine Pizza im Backofen. Und um 20.10 Uhr, also einfach mit einer Stunde die Hände gewaschen. Hallo. Und relativ lange, falls ich das mal so sagen darf, wir können ja genau. Was? Das ist immerhin 40 Sekunden. Weißt du, was das an Energie und Wasser kostet? Ich bin halt gründlich. Wasser kostet, glaube ich, nicht. Dafür werben wir nicht mit meinen Keimen, hallo? Das, was viel relevanter sind, ist erstens die Stromkosten und zweitens die Abwasserkosten. Das stimmt, die Abwasserkosten sind wesentlich schlimmer. Ja, das war aber um 20.11 Uhr. Ich muss dabei darauf hinweisen, dass bei etwa 20 Sekunden das Wasser schlagartig kälter wurde und ich somit erstmal auf neues Wasser warten musste, um den Waschvorgang zu beenden. Das lässt sich hier jetzt aber nicht darstellen. Aber das bei 20 Sekunden, es gibt ja hier so einen lustigen Einbruch, wo wir hier nochmal reinzoomen, wo die Heizleistung von, fast 11 auf 8 kW runtergegangen ist. Ja. Warum haben wir eigentlich 708 Kunden? Warum sieht das aus wie ein Fabrikgebäude? Beamer läuft, die Space-Kiste läuft. Hauptsächlich, weil die Space-Kiste läuft. Also die Space-Kiste macht 150 Watt. Ohne Peripherie. Ja. Und wir haben jetzt zweimal ca. 80 Watt Licht gerade an. Ich weiß nicht, was noch so ein Licht an ist. Ist schon einiges. Und wir haben ja eine Grundstand läuft. Nutzt zu spielen. Kann natürlich auch sein. Der älteste Kühlschrank. Deswegen ist da normalerweise so ein Plexiglaskasten drüber. Ach, du hast das. Der Kühlschrank müsste immer an- und ausgehen, oder? Ja, den sieht man manchmal auch. Ich versuche manchmal gerade mal einen langen Datenabschnitt zu laden, das wird wahrscheinlich auch noch einen Moment dauern. Nein, ich lade auch gerade von dir. No. Hier zum Beispiel würde ich vermuten, das könnte Kühlschrank sein. Also er kommt einmal hier und dann kommt er hier nochmal und dann ist hier nochmal. Das ist sehr zyklisch. Ja, genau. Also, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Moment, was ist das? Ist das die Tür vom Kühlschrank, die auf uns zugeht? Ja, das hoffe ich. Ja. Was diese einzelnen Spikes sind, da bin ich noch nicht so ganz hinter. Spikes ja auch dann mal eben auf 2 kW, ne? In der Küche der Boiler? Ja, war auch die Vermutung, wenn man mal schaut, das ist relativ kurz. Das ist halt von dem Punkt hier. Das Ding ist eine Sekunde an, oder? Nee, von 2024 bis 10 Minuten. Stimmt, das hier war jetzt eine Minute. Reicht das, um den großen Boiler hinten zu heizen? Weiß ich nicht. Aber da läuft ja relativ. Häufig, einmal pro Stunde, oder? Ja, so einmal pro Stunde, einmal an alle anderthalb. Da können wir hier so mit Reinigung ein bisschen mehr sehen. Ist der nicht sowieso Temperatur gesteuert? Der wird vermutlich ausgestattet sein, ja. Sehr sinnvoll. Ja, also von daher. Ist das der Kühlschrank, die. Ist das der mehr Kompressor anläuft? Dann läuft der nur eine Minute? Das kann ich mir gut vorstellen. Und 2 kW kommt auch hin, ne? Jetzt eher gesagt so 180 Watt für den Kühlschrank. Echt? Also, sowas hier unten hätte ich gesagt, könnte ein Kühlschrank sein. Der hier von 130 auf 280 Watt hochgeht. Und man halt mal eine halbe Stunde läuft und dann wieder kalt genug ist. Also das wäre halt nochmal zu untersuchen, wo diese Spikes herkommen. Vielleicht das Ding in der Küche einfach mal ausmachen in der Nacht und mal gucken, was dann ist. Ja, hier habe ich gebacken, wer die Kuchen gegessen hat. Gibt es noch was davon? Nein. Nee, das Stück ist gerade weg. Oh. Ja, Smart Metering. Wie funktioniert das ganze System überhaupt, was dahinter steckt? Das wollte ich dir so ein bisschen erzählen. Und zwar haben wir dieses Smart Meter im Verteilerkasten hängen bei uns, das im Prinzip dreiphasig Leistung misst. Ich habe da schon einen Vortrag drüber gehalten. Im Wesentlichen multipliziert es halt Strom und Spannung, was es misst. Und an dieser Stelle nicht auf, integriert einfach über die Zeit. Und darüber kann man halt eine Leistung letztendlich ermitteln, eine Wirkleistung ermitteln, die verbraucht wird. Wo ist denn das Ding her? Was kostet das denn? Das 40 Euro. Ja, genau, das ist 40 Euro. Wenn man ein bisschen größer macht und man achtet mal auf das VDE-Logo auf der Vorderseite, dann ist auch erklärt, warum der Preis wahrscheinlich so gut ist. Das ist von Amazon. Ja. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, als ich den S0-Ausgang angeschlossen habe. Und zwar, also das Ding hat einen S0-Ausgang, nicht zu verwechseln mit dem S0-Bus, den es auch gibt beim ISDN. Also das Ding hat im Prinzip einen Schalter und den macht da für jede 800 Kilowattstunde einmal kurz zu. Wenn man jetzt mal guckt, dieser Ausgang, der da dran ist, der ist ziemlich genau zwischen N und L3.
Und das ist so nah beieinander, dass man es perspektivisch nicht ganz so gut erkennt. Wenn man da nicht aufpasst, hat man seinen Signalanschluss relativ schnell auf L3 liegen. daher meine Vermutung, ich glaube nicht, dass das Ding in Deutschland eine ernsthafte VDE-Zulassung bekommen hat. Aber das mal so am Rande. Ja. Wie läuft jetzt die ganze Auswertemimik dahinter? Also, vielleicht nur so kurz einen Überblick. Wir kriegen jetzt halt diese für einen 800stel Kilowattstunde jeweils einen Impuls. Wenn wir jetzt mal gucken, wenn der Durchlauferhitzer läuft mit 10 kW, dann kriegen wir alle 450 Millisekunden einen Impuls. Dann machst du mal größer. schön. Ja. Genau, also mit 10 kW kriegen wir alle 450 Millisekunden einen Impuls. Und wenn wir jetzt nochmal von kleinen Lasten ausgehen, 100 Watt als optimistische Standby-Last irgendwann mal gerechnet, mittlerweile hat sich herausgestellt, wir sind eher so bei 130, 140, dann kriegen wir auch nur alle 45 Sekunden einen Impuls. Jo, das lässt sich auch relativ gut reproduzieren, wenn man mal reinguckt, wo hier relativ viel Last abgenommen wird, zum Beispiel hier, wo der Durchlauferhitzer läuft. Da haben wir auch ganz viele Datenpunkte. Und hier unten, wenn man guckt, wo der immer rastet, da haben wir wenig Datenpunkte. Jetzt muss man diese Impulslänge natürlich irgendwie sinnvoll messen. Und ich habe es vorhin schon gesehen, das läuft auf dem Raspberry Pi, auf dem PowerBerry, was da hinten liegt. Und ein eigentliches Linux-System ist für Echtzeitmessung mehr oder weniger erstmal nicht zu gebrauchen. Das hat das Ding auch keine Hardware-Unterstützung dafür. Deswegen gibt es da ein kleines System, was da vorhängt. Und zwar, braucht man das noch? Das ich glaube, das ist von Lasans Druckereinführung. Nö, glaub nicht. Ich hab's nicht. Oh mein Gott! Lara, du musst deine Einführung halten. Ich habe sie nicht angeschrieben. Ach so, okay. Ich habe sie geschrieben. Und zwar haben wir hier unser Smart Meter. Du hast da Farbe. Oh mein Gott! Mit dem S0-Ausgang. Und da hinten dran hängt so ein Realtime-Modul, wenn man es jetzt mal schön nennen möchte. Im Wesentlichen ist das einfach ein Atmega 8, der quarzgenau läuft auf 16 MHz und der capturet einfach immer von steigender zu steigender Flanke. Das hatte ich vorhin gesagt, S0-Ausgang ist im Prinzip ein Schalter, der kurz zugemacht wird. Ich kann das ja auch mal hier reinzeichnen, dann haben wir das vielleicht auch elektrisch hier gleich mit drin. Wie mache ich das auf dem Realtime-Modul? Nehmen wir den Text mal da raus, den brauchen wir eh nicht. Da ist ein Pull-Up drin, 4,7 Kilo-Ohm oder sowas. Der ist hier und hier vorne haben wir eine Masseverbindung. Und wenn das Smart Meter sagt, jetzt mal auf den Impuls, taste ich den kurz auf Masse und dann sehe ich halt, aha, da habe ich einen kurzen Einbruch an meinem Signal. Dann capture ich das einfach hier und messe dann auf 4 Mikrosekunden genau, also 4 Mikrosekunden Auflösung erreiche ich darauf, wie lang ein Impuls ist. Das zähle ich jetzt einfach auf von Impuls zu Impuls und immer wenn so ein Impuls passiert, schickt der Realtime-Controller hier das einfach rüber an den Pi. Über eine UART. In die eine Richtung als ganz normal formatierte Zahl, als Klartext. Hast du das gleich so gemacht oder hast du es erst versucht mit dem Pi direkt zu machen? Ich habe das gar nicht mit dem Pi probiert. weiß ich gar nicht, was der kann. Also ich habe ein bisschen gelesen, der hat keine Timer-Register, die man von außen irgendwie beschicken kann. Das könnte man jetzt eine wunderschöne Hardware machen. Hat er leider nicht. Also deswegen habe ich diese Krücke gebaut, dass ich das halt hier wirklich capture und dann weiter schicke. Diese Schnittstelle ist eigentlich auch noch nicht gesichert. Das heißt, wenn der was schickt, weiß er noch nicht, ob der Pi das mitbekommen hat. Und was auch passieren kann, ist, wenn ich sehr viele Impulse habe, die sehr schnell kommen, kann es auch sein, dass der Puffer noch nicht weggeschrieben ist, bis der nächste Impuls weg ist. Also ich kann auch Impulse verlieren. Wenn man jetzt mal guckt, wir hatten hier oben ja gesagt, bei 10 kW haben wir 450 Millisekunden zwischen den Impulsen. Das müsste locker reichen, um eine, weiß ich nicht, achtstellige Zahl wegzuschreiben. Und wenn wir das Zehnfache davon nehmen, 45 Millisekunden, dann wird es vielleicht eng, aber dann haben wir auch 100 kW Last hier im Space und dann haben wir auch ein anderes Problem. Deshalb die Überlegung, das wirst du schon tun. Auf dem Pi läuft das dann eigentlich relativ einfach. Und zwar, ich cut das nochmal neu raus, läuft da okay. Größe. Das ist eindeutig. Python, ja. Nee, zoomen kann ich nicht. Glaube ich. Klar, Putty kann vernünftige Shell-Tanz. Das ist Windows. Putty kann Fonts heißen? Change Settings, glaube ich. Change
Settings. Alle Jubeljahre, die ich von Footy benutze. Appearance, glaube ich. Appearance? So. Ja, da, hier scheinbar, genau. Change. Und da bauen wir das jetzt mal in Blindenschrift um. So, und jetzt. Oh. So schreibt, dann sieht man auch alle. Ja, was taucht hier jetzt auf? Wir haben jetzt hier einmal, kennt das Skript die Impulslänge pro Tick, es kennt auch die Menge an Energie, die pro Impuls zu zählen ist. Und dann macht es eigentlich nur Folgendes, dass es das TTY aufmacht und dann einfach liest, was da für Text reinkommt. Muss man natürlich vorher ein bisschen dem Linux-Kernel beibringen, das soll doch bitte aufhören, da irgendwelche komischen Ausgaben rauszuschreiben und da irgendwelche Eingaben zu erwarten. Ja. Das wird mal relativ fix gemacht. Jetzt lese ich einfach mit, gucke, ob die Zeilen sich sinnvoll auf den Float casten lassen. Wenn das der Fall ist, rechne ich daraus die Energiemenge zurück und schiebe das Ganze dann per HTTP-Request im Prinzip in so ein Login rein. Das HTTP? Ja, HTTP. Ah, ja. Lokal. Das ist erstmal total okay. Overkill. Das ist im Prinzip eine Legacy-Lösung, weil ich was Ähnliches schon habe. Ah, okay. Und zwar habe ich bei mir zu Hause ein Temperaturlogging laufen, wo ich jetzt hier zum Beispiel Raumtemperaturen tracke, Außentemperaturen tracke, wir sind mittlerweile bei minus 5 Grad und es wird wieder wärmer. Das ist ja schön. Gut so gesagt. Ja, Wolfsburger Temperaturen allerdings. Oh. Oh. Und ich wollte halt die Visualisierung und die Datenbank im ersten Schritt nutzen, um das möglichst einfach zu haben. Und dieses Ding erwartet das halt per HTTP-Request auf diese wunderschöne Daten.php, okay. Wo ich halt sage, auf welche Messstelle schreibe ich diese Daten und welche Werte habe ich da. Jo, dann schreibe ich einfach alle Werte, die kommen rüber, ins Logging. Und da kann ich das in eine Datenbank ablegen und dann lege ich das in einer MySQL-Datenbank und schlummert also vor sich hin und warte darauf, dass es ausgelesen wird. Jo. Gut. Hm. Ja, das Passwort ist auch hochsicher. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, das besteht aus Buchstaben. A, B, T. Gut. Q, W, E, R, T, Z. Nein, rückwärts, damit es nicht so ist. Nein. So, Select Sound von Messwert. 1. 1? Ja, ja. From Messwert. Ja, genau. Dankeschön. Ja, schön viel. 22.000, ja. 22.000 Impulse, die wir jetzt halt hatten in den letzten, was sind jetzt, 3 Tage, die wir da reinloggen? Seit Samstagnacht oder so. Ja. Und ich bin mal gespannt, was da noch so zusammenkommt. Wenn wir jetzt sagen, das wird uns zu viel, hat dieses Tool im Prinzip auch noch die Möglichkeit, dass man so ein Gating einbaut, und zwar kann ich ein Epsilon definieren und ich sage, ich möchte einfach nur alle Änderungen, die größer sind als zum Beispiel 5 Watt in die Datenbank schieben. Hm. Oder im Worst Case alle 10 Minuten zum Beispiel einen Datenpunkt. Das Gating ist im Moment auf 0, sodass wir halt wirklich alles reinschreiben, was kommt. Warum schreibst du im Moment direkt, warum hast du das über einen HTTP-Request und machst nicht... Weil ich das schon hatte und ich dann einfach, also, einfach so rüberschieben kann, also, ohne nachzudenken. Weil in Python gibt es ja auch schön. Ja. Wäre wahrscheinlich auch ressourcenschonender. Aber so ist das halt fertig, direkt mit diesem ganzen Gating und dem Kram, was dann beim Einfügen geprüft wird. Und was man eigentlich nochmal einbauen möchte. Was halt drin. Was wahrscheinlich auch zu portieren kein Beinbruch wäre. Wenn man das mal möchte. Wie sieht die Datenbank aus? Datenbankschema? Datenbankschema sind 2 Tabellen. Einmal diese hier, wo ich Sensoren definieren kann, prinzipiell auch mehrere. Identifiziert wird ein Sensor immer über seine Messstellen-ID. In diesem Fall haben wir nur eine Messstelle, die hat ja ID 1. Und wir haben auf der anderen Seite noch, kann ich das Schema auch direkt ausgeben? Oder? Nee, mach mal Limit 10 oder so. Wollte ich gerade sagen, sonst limit ich das hier mal. Es gibt Messwerte. Ja, die bestehen halt immer aus einer, ja, aus der ID des Messwertes. Zu welchem Sensor sie gehören, Wert, Timestamp. Als Epochen, Sekunden, Timestamp. Jo. Und dann gibt es jetzt halt ein Skript, da kann ich mir CSV-Daten anfragen. Und das macht im Wesentlichen auch dieser Plot im Moment. Wenn ich jetzt mal hier in den Quelltext reingucke, gibt es hier
irgendwo einen Aufruf auf GetData. Größe A. Ja, die machen das einfach hier oben hin und dann seht ihr, was da rauskommt. Und da kommen dann halt CSV-Daten raus. Line-Ending kriegt jetzt natürlich der Firefox nicht hin, weil das ja nur Linux ist. Ja. Und so kann man sich prinzipiell für eine vergangene Periode jetzt hier für 168 Stunden Daten daraus holen. Was halt nicht geht, ist eine Startzeitpunkt festlegen im Moment. Und so könnte man auch ohne großen Aufwand jedes andere Plotting daran binden, was mit CSV zurechtkommt. Hm. Ja, das ist der aktuelle Stand. Nächster Schritt wäre wahrscheinlich mal parallel noch eine andere Datenbank aufzuziehen, weil zumindest Doom riesige Angst drum hat, dass uns diese MySQL-Daten noch irgendwann um die Ohren fliegt. Ja, will Mongo haben. Ne? Ja, will MongoDB machen, ja. Oder noch machen. Ja. Genau. Und eventuell noch mal parallel ein, zwei andere Charting-Tools austesten, um zu gucken, was da so geht. Ganz in weite Ferne könnte man sich dann auch überlegen, was kann man denn jetzt mit diesen ganzen lustigen Daten machen, die wir hier haben. Müsste jetzt mal gucken, kann man anhand dieser Profile auswerten, was für Geräte das wirklich sind. Offensichtlich kann man es, weil wir machen es ja schon. Aber kann man das auch automatisieren? Dass man Profile hinterlegt und sagt, ein Sprung und so die KW, das ist dann zum Beispiel der Wasserkocher. Oder es muss so und so hoch springen und so lange laufen maximal, dann ist es wahrscheinlich der Kühlschrank. Kannst du ins Wiki einbinden. Jemand hat gerade den Wasserkocher eingeschaltet. Heresy. Was auch ein. Jemand backt uns jetzt aus dem Kuchen. Pizzaofen aus. Das wäre auch eine Pizzaofen aus, ja. Wahlweise auch sowas wie Backofen vorgeheizt. Ja, also gibt durchaus Möglichkeiten, was man mit solchen Daten anfangen kann. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Und ob wir da heute durch eine Datenlücke erzeugen, dass wir das jetzt öffentlich zugänglich machen müssen, dass Space Storm verbraucht. Lässt sich wahrscheinlich auch vorzüglich drüber diskutieren. Der Space verbraucht Strom. Ja. Und das ändert sich über die Zeit. Wie lange speicherst du die Daten jetzt? Im Prinzip überall. Bis die 16 GB SD-Karte voll ist. Man kann zumindest sehen, dass die meisten dort um 18 Uhr kommen und um 6 Uhr gehen. Ja, das wussten wir aber eigentlich auch vorher schon. Über den Open-Close-Monitor. Wie sieht das mit Datenfehlern aus? Wie passt Spikes da bis 18? Also dieser Spike hier vorne bis 18 kW, das war in der Tat Doom. Weil Doom mal gucken wollte, wie viel Leistung er so verbrauchen kann. Also er stand dann in der Küche am Klick, 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 Klick. Ja, das war der Teil hier vorne. Als er dann gemerkt hat, dass das offensichtlich nicht reicht, sein Bad hat den Durchlauferhitzer voll aufgezogen. Ja, okay. Also das ist kein Datenfehler. Ich hatte anfangs echt Probleme mit Glitches, die passieren auf der Leitung. Wenn du das Licht zum Beispiel anmachst, das scheint ordentlich EMV-Abstrahlung zu machen, wenn diese Röhren starten. Das heißt, mit diesem Setup bin ich da echt nicht weit gekommen. Ich habe da noch einen draufgesetzt. Und weil man macht es sich ja einfach. Hier unten ist einfach eine Kapazität zwischen 100 Nanofarad, die dafür sorgt, dass so kleine Glitches, die passieren, abgepolstert werden, sodass man die erst gar nicht sieht. Zusätzlich gibt es hier auf dem Realtime-Modul noch im Prinzip einen Filter, der alle Impulse, die kürzer 45 Millisekunden sind, einfach ignoriert. Das heißt, wenn ein Impuls kürzer 45 Millisekunden ist, besagte 100 kW von vorhin, dann zählt er einfach weiter und tut so, als wäre nichts gewesen. Um die direkt zu unterdrücken. Weil die sind wahrscheinlich eh falsch. Das war der erste Schritt, das hat aber nicht gereicht, weil wenn du den Lichtschalter anmachst, dann passieren, weiß nicht wie viele Events nacheinander und irgendwann kommen auch noch Events nach 45 Millisekunden. Ja, und die sieht man halt trotzdem. Deswegen 100 Nanofarad, eine kürzere Leitung, jetzt hinten direkt am Zählerkasten und im Moment reicht das. Und wenn das nicht reicht, dann muss ich immer noch mal Gedanken über geschirmte Leitungen machen. Ja, oder wir steigen um auf Natrium-Dampflampen. Die sind vielleicht auch nicht so schlimm, das möchte ich dann aber ironieren. Ja, jo, soweit von mir zum Verbrauch. Der Link ist im Wiki, also wer hier so ein bisschen gucken möchte, was in letzter Zeit so passiert ist, zum Beispiel die letzte Stunde, kann das gerne tun. Wer das unbedingt auf dem Handy nachgucken will, kann das Ganze auch ohne JavaScript machen. Das dauert ein bisschen länger, weil jetzt der Pi die Darstellung berechnen muss. Und der hat damit auch nichts zu tun. Und dann kriegt man halt sogar noch einen logarithmischen Graph raus. Cool. Der kommt dann aber als PNG, sodass das auch wirklich jeder Kopf darstellen kann.
Okay. Ja.